Vergangene Woche wurde das Museum der Stadt Bad Ischl, ehemals Hotel Austria, im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024 nach knapp zweijähriger Sanierung und Neustrukturierung wieder eröffnet. Wir tauchen ein in eine Welt der Sommerfrische, der Anfänge der Kur, der Eisenbahnnostalgie und begeben uns gemeinsam auf eine Reise durch das historische Salzkammergut und Ischl. Wir treffen illustre Gäste an der Hotelbar und begegnen ihren berühmten Gastgeberinnen und Gastgebern. Doch was liegt hinter dem schönen Schein aus Operettenklängen und Walzerseligkeit? Dazu gibt die Ausstellung Aufschluss. Sie überrascht, regt zum Nachdenken an und wirft Fragen auf, die auch heikle Zeitphasen der Geschichte nicht ausspart. Es handelt sich um eine neue Konzeption, um eine komplette Neuausrichtung und Neugestaltung, die über die Jahrhunderte bis in die Gegenwart und Zukunft reicht. Wenn man dieses Haus kennt und öfters durchgegangen ist, dann wird man merken, dass sich alles verändert hat. Man wird natürlich dort oder da einige Objekte oder Bilder finden, die natürlich früher schon hier gewesen sind. Aber es ist einfach eine total eine moderne Inszenierung, eine Dauerausstellung, die alle Stückchen spielt, würde ich einmal sagen. Und man hat sie auseinandergesetzt von der Sommerfrische, beginnend über die Kaiserzeit, über die schweren Jahre des Ersten und Zweiten Weltkrieges, aber bis in die Jetztzeit, in diesen Kurort, Kulturort, sage ich jetzt einmal, und das, was wir jetzt auch sind. Und das war mir ganz wichtig auch, dass diese Tradition und unsere Vereine, alles, was unser Staat, was Ischl ausmacht, einfach wieder gespiegelt wird. Und wenn man durchgeht, dann wird man merken, es ist gut gelungen. Also nicht nur gut, es ist einzigartig gelungen. Im Prinzip ging es darum, hier ein hippes Stadtmuseum entstehen zu lassen, mit modernen Mitteln. Es zeigt die Geschichte der Region, des Salzkammerguts und von Bad Ischl. Und das ist 7000 Jahre lang. Wir versuchen, einen Gesamtüberblick zu geben. Aber das Salzkammergut hat sich im 18., 19., 20. Jahrhundert sehr zu verändern begonnen. Und Sie sehen unten, wie man ankommt mal in diesem Hotel Austria, dann im ersten Stock das 19. Jahrhundert, als Kaiser Franz Josef mit seinen Eltern dahergekommen ist. Im Prinzip zeigen wir in dieser Ausstellung auch eine Metamorphose, eine Veränderung. Im 15., 16., 17., 18. Jahrhundert war das eine arme Leute-Region, eine Region der Protestanten. Dieses Haus, sage ich jetzt einmal, hat eine große Bedeutung. Damals Hotel Austria, jetzt Museum der Stadt Bad Ischl. Herzlich willkommen im Hotel Austria. Und wir sind ja eine Stadt mit viel Geschichte, mit viel Tradition. Und genau dieses Haus soll diese Geschichte dieser Stadt einfach widerspiegeln, aber nicht nur die schönen Seiten der Vergangenheit, sondern einfach auch die schweren Zeiten, die diese Stadt hatte. Ja, was für eine Bedeutung, würden Sie sagen, hat das Stadtmuseum für Bad Ischl? Ich glaube, eine ganz wesentliche Bedeutung, da geht es um Heimat, es geht um Bräuche, es geht um Identitäten und es ist ein Ort mit Bildungsauftrag. Also ich wünsche mir viele junge Menschen hier, die man begeistern kann mit Geschichte. Also wo man sich ein bisschen infizieren lässt mit Geschichte und so ist auch die Ausstellung ausgerichtet. Wir wollen versuchen, über spannende Themen zu begeistern. Und für all jene, die sagen, das ist mir vielleicht zu wenig oder jetzt interessiert es mich doch sehr viel mehr, gibt es einen Ausstellungskatalog, den wir geschrieben haben für diese Ausstellung. Der heißt Sehnsucht Salzkammergut. Den gibt es ergänzend für alle, die mehr lesen möchten. Also es hat zunächst einmal eine ganz große Bedeutung für die Stadt Bad Ischl selbst. Und die Kulturhauptstadt ist so quasi das Instrument, damit ja hier sozusagen eine Neugestaltung stattfinden konnte und vor allem eine Weitererzählung. Es ist ja, Sie wissen ja, das Stadtmuseum ist 1926, hat es aufgehört, die Geschichte der Stadt zu erzählen. Und wir waren also der Meinung, dass das wirklich notwendig ist, dass das sozusagen bis heute geht. Und das hat auch stattgefunden und darüber sind wir sehr glücklich.
Das neu konzipierte und neu gestaltete Stadtmuseum wird in Zukunft Einheimischen und Gästen, Schülerinnen und Schülern und Studierenden, Familien, kulturinteressierten Gruppen und Einzelbesucherinnen und Einzelbesuchern die Geschichte des Salzkammergutes mit Fokus auf Bad Ischl näher bringen. Was muss denn Ihrer Meinung nach heutzutage ein Museum mitbringen? Ein Museum muss begeistern, ein Museum muss neugierig machen, muss einen irgendwie hineinziehen in das Thema. Es sollte auf keinen Fall belehrend sein, also so wie eine Stunde, die ich nehmen muss im Geschichtsunterricht, wo man denke, weiß ich nicht. Das sollte es auf keinen Fall sein. Es sollte, so wie der Professor John schon gesagt hat, hip sein, modern sein, interaktiv sein. Einfach so, dass man es auch leicht konsumieren kann und wiederkommen kann und vielleicht vertiefen. Es muss die Möglichkeit bringen, erstmal, dass man sich lustvoll mit der Geschichte beschäftigt, dass man weiß, es gehört zur DNA eines Menschen dazu, auch zur Erkenntnis, ja, dessen, wie Geschichte abläuft und wo man vielleicht ihre Wege sozusagen erkennen kann, die man einfach zukünftig nicht mehr tun soll. Deswegen brauchen wir diese Erinnerung. Wir müssen die Erkenntnis über die Geschichte haben, um einfach in der Zukunft es anders zu gestalten, richtiger zu gestalten, menschengerechter zu gestalten. Ich glaube, es ist auch die Pflicht eines Museums, einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Und das heißt, sich mit der ganzen Geschichte auseinanderzusetzen. Und was auch ganz wichtig ist, was auch mir ganz wichtig war bei dieser Neukonzeptionierung, dass es nicht nur ein Haus ist, wo jetzt zum Beispiel Gäste herkommen oder die ältere Generation, sondern dass es auch ein Vermittlungskonzept für Kinder in diesem Haus gibt und wo wir diesen Bildungsauftrag für die ganz Kleinen auch schon erfüllen. Ja, Sie sind oder waren ja nicht nur Kuratorin des Museums, sondern auch neue Leiterin. Eine Herausforderung für Sie? Eine sehr spannende Herausforderung. Es ist schön, wenn man was im Werden sehen darf und wenn man dann bleiben kann. Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Ich denke mir, eine gute Möglichkeit, vielen Gästen, die hierher kommen, ob die Einheimischen oder auch Gäste aus der Region, international auch, zu zeigen, wie spannend dieses Ischl ist und auch die ganze Region.